Herzlich willkommen zurück zu Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Nach langem Hin und Her haben wir es endlich in die Klinik geschafft und haben eigentlich auch schon das ganze Ausmaß des Schreckens gesehen. Hier hinten in der Haupthalle befinden sich die ganzen Zerflossenen, die da einfach nur qualvoll sterben. Und es sieht nicht so aus, als würden die da großartig behandelt werden, sondern wirklich einfach nur zusammengekarrt, um dann da gemeinsam zu sterben. Das ist wie ein Massengrab einfach nur. Ich denke mal, wir kommen jetzt auch nicht dahin. Es ist bestimmt auch nicht so clever, da jetzt hinzugehen. Besser nicht. Ich bin ein Eindringling in diesem Gebäude, das unter der Kontrolle der Armee steht. In die Haupthalle des Krankenhauses hinunterzugehen wäre, wie in die Höhle des Löwen zu spazieren. Ja, deshalb lassen wir das mal sein. Ja, hier haben wir einen Schrank, in dem wir bisher nicht reinkommen. Das ist abgeschlossen. Vielleicht können wir den ja aufbrechen. So wird das nicht klappen. Ich sehe da keinen ausreichend großen Spalt an der Tür, um sie aufzustemmen. Bist du in der Lage? Das habe ich schon ein paar Mal probiert. Aber Michael, kannst du das mit den Nägeln? Ein professioneller Einbrecher könnte das vielleicht. Aber ich bin nicht in der Lage, dieses Schloss nur mit einer Handvoll rostiger Nägel zu knacken. Okay, soweit habe ich es verstanden. Ja, hier diese Liste, die wir da gefunden haben mit diesen Hochrisikoleuten. Ob das jetzt irgendwelche Menschen sind, die praktisch sich schon angesteckt haben und dann von der Reinigungsbrigade abgeholt werden, oder ob das einfach Leute sind, die der Armee hier so im Weg stehen und einfach deshalb ein Risiko darstellen. Keine Ahnung. So, was haben wir denn noch? Was ist mit dem Bolzenschneider? Der Bolzenschneider ist ziemlich abgenutzt. Ich werde keine Energie darauf verschwenden, ihn ohne guten Grund einzusetzen. Na gut, ich glaube, dann kommen wir hier erstmal jetzt nicht weiter. Oder was ist mit der Säure? Kannst du es wegätzen? So wird das nicht aufgehen. Ja. Könnte mir schon vorstellen, dass das dadurch aufgeht, Michael. Du wirst es einfach nur nicht probieren. So, das hatte ich mir, glaube ich, hier schon angeschaut. Dann bleibt uns ja nur noch der Weg hier rein. Dann werden wir uns mal hier ein bisschen umschauen. Hier haben wir ein Belüftungssystem. Ich meine, wir sind ja irgendwie ganz schön tief unter der Erde, ne? Wir müssen viele Meter unter der Erde sein. Und der Ventilator bewegt sich gerade mal mit halber Geschwindigkeit. Das erklärt, warum die Luft hier unten so mies ist. Oh ja. Und dann ist der zweite noch nicht mal an. So, hier kommen wir wieder raus. Aber hier haben wir mehrere Spinte. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Bei dem hier steht die Tür halb offen. Alles, was ich da drin sehen kann, sind die Reste von Aufklebern und zerrissene Fotos. Als wäre jemand in Eile aufgebrochen, ohne sich zu verabschieden. Das bringt uns also nichts. Wir können ja nichts rausnehmen und die sind wahrscheinlich alle abgeschlossen. Eine Reihe von heruntergekommenen Schränken ohne Beschriftung. Ich bekomme den Eindruck, dass alles hier drin jeden Moment zerfallen könnte. Vielleicht aus Solidarität mit den Unglücklichen, die in der Haupthalle schreien. So, kommen wir da irgendwie rein. Ich probiere das jetzt nochmal hier mit dem Brecheisen. Vielleicht sollte ich etwas subtiler vorgehen. Inwiefern, Michael? Möchtest du nochmal mit den Nägeln probieren? Wie soll das gehen? Das frage ich dich. Bolzenschneider. Nö, sonst haben wir eigentlich jetzt nichts. Oder hier nochmal die Säure probieren? Damit würde ich nichts erreichen, außer die Säure aufzubrauchen. Und da vielleicht ein Loch reinzumachen. Oder? Was meinst du? Offenbar nicht. Holzbänke. Bänke vor den Schränken. Typisch für einen Umkleideraum. Ebenso wie der Geruch nach Schweiß und dreckigen Socken, der hier im ganzen Raum hängt. Ugh. Ich frage mich, ob die das extra jetzt dafür hier irgendwie gebaut haben oder ob das vorher irgendwas anderes war. Ich glaube, es war vorher irgendwas anderes. Hier haben wir wieder wahrscheinlich so ein Propagandaposter. Noch mehr staatliche Propagandaslogans. Dein Schweigen ist der Feind. Helft den Reinigungsbrigaden. Ja. Müll und Zigarettenkippen. Und hier drüben haben wir wahrscheinlich einen Medizinschrank. Das könnte unser Ziel hier sein. Der Boden dieses Raums ist ein einziger, riesiger, abstoßender Aschenbecher. Es ist etwas beunruhigend, dass Reinigkeit in diesem Krankenhaus keine hohe Priorität zu haben scheint. Tja, so wie die mit den Patienten umgehen, ist das kein Wunder. Gut, können wir das hier öffnen? In diesem Glasschrank befinden sich Dutzende von Medikamenten, Antibiotika, Medikamente gegen Entzündungen, Abführmittel und Schmerzmittel. Perfekt. Verschlossen.
Natürlich. Langsam nervt es mich, dass jeder, der hier einen Schrank hat, glaubt, das Ding absperren zu müssen. Das gleiche gilt für Schließfächer und den ganzen anderen Möbelkram. Tja, Michael, so ist das. Wie sieht's aus? Bist du jetzt bereit, das Brecheisen hier anzuwenden? Oder muss ich jetzt einen Schlüssel suchen? Aber ich wüsste gar nicht, wo ich den jetzt suchen soll. Einen Schlüssel zu benutzen wäre mir lieber, aber die Zeit ist knapp. Also? Wer ist das? Wer ist da? Oh, tut mir leid, ich... Was machst du hier? Bist du gekommen, um etwas zu stehlen? Noch ein Schritt und ich rufe die Soldaten. Nein, bitte warte. Tu das nicht. Sicherheitsteam, hier ist Schwester Uma Grundy. Kommen Sie schnell. Nein, warte. Oh mein Gott, jetzt sitzt man ganz schön in der Klemme. Du darfst mich nicht, ihnen nicht übergeben. Die Soldaten werden mich töten, wenn sie mich hier finden. Stehlen? Nein, du täuschst dich. Ich bin kein Dieb. Naja, irgendwie schon. Das wäre irgendwie mal glatt gelogen. Ich dachte, das Wichtigste für alle Mediziner wäre, Leben zu retten. Und du willst dafür sorgen, dass sie mich umbringen. Warte mal, hast du Uma gesagt? Schwester Uma? Ach, das ist die Tochter von dem Opi, dem wir auf der Straße geholfen haben. Ich denke mal, das wird uns hier raushauen. Dann gehen wir doch mal die anderen Optionen durch. Du darfst mich ihnen nicht übergeben. Diese Soldaten werden mich töten, wenn sie mich hier finden. Da hättest du früher drüber nachdenken sollen, bevor du in diese Falle gelaufen bist. Du sparst dir besser die Energie und läufst um dein Leben, bevor diese Bestien hier ankommen. Okay, sie scheint ja selbst nicht so ganz glücklich mit den Soldaten zu sein. Die Frage ist, ob die jetzt hier öfter schon Probleme hatten mit Leuten, die versucht haben, was zu stehlen. Also ich meine, warum sollte sie sich sonst da hinsetzen und hier im Dunkeln lauern, bis jemand kommt? Naja, das ist einfach mal glatt gelogen. Ich dachte, das Wichtigste für alle Mediziner wäre, Leben zu retten. Und du willst dafür sorgen, dass sie mich umbringen. Wage es nicht, mich zu verurteilen. Du hast keine Ahnung, was wir hier durchmachen. Das Wichtigste für uns sind unsere Patienten. Und für dich sollte es das Wichtigste sein, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden, wenn dir dein Leben lieb ist. Okay, sie gibt uns also durchaus die Möglichkeit, jetzt noch zu fliehen. Aber, tja, ich weiß nicht, das Wichtigste hier sind die Patienten. Da habe ich aber anderes gesehen. Warte mal, hast du Uma gesagt? Schwester Uma? Ja, das ist mein Name. Warte, bitte, verrat mich nicht. Ich kenne deinen Vater. Ich habe erst vor ein paar Stunden sein Leben gerettet. Sie hätten ihn in das Flüchtlingslager deportiert, aber ich konnte es verhindern. Mein Gott, hast du gesagt, mein Vater? Sag mir, wie geht es ihm? Ist ihm irgendetwas zugestoßen? Mach dir keine Sorgen, Uma. Er ist in Sicherheit. Er hat mir von dir und deiner Arbeit hier erzählt. Er macht sich große Sorgen, ob es dir gut geht. Bitte, verrat mich nicht. Hier ist Schwester Uma Grundy. Die Sache hier hat sich als falscher Alarm herausgestellt. Sie müssen nicht herkommen, danke. Danke, Uma. Du hast das Richtige getan. Mein Name ist Michael. Aber jetzt erklär mir mal, warum du hier eingestiegen bist. Wonach suchst du, Michael? Ich suche nach einem Medikament. Ein Heilmittel für die Zerflossenen. Heilmittel? So etwas gibt es nicht. Das wirst du weder hier noch anderswo finden. Die Behörden haben vor Monaten ein Memo im medizinischen Stab verteilt. Ich bin mir sicher, dass hier noch eine Kopie davon rumfliegt. Darin stand, dass sie die Forschung nach einem Heilmittel endgültig aufgegeben haben. Es war ein Fehler, dein Leben zu riskieren, um hier reinzukommen. Hier lagern wir nur Schmerzen. Dieser Ort ist ein Grab für diese armen, infizierten Teufel. Und für die, die hier arbeiten. Es tut mir leid, Michael. Die Zerflossenen sind alle dem Tode geweiht. Nein, das kann nicht sein. Es muss doch eine Lösung geben. Ein Heilmittel. Mein Gott, armer Rod. Armer Colin. Es gibt aber... es gibt also kein Heilmittel. Tja, ja, im Flüchtlingslager gibt es immer noch das Gerücht. Was hat es denn damit auf sich? Aber im Flüchtlingslager habe ich gehört, es heißt, dass hier ein Heilmittel hergestellt und gelagert wird. Wenn das nicht stimmt, wozu ist das Gebäude denn dann da? Die Soldaten halten das Gerücht am Leben, dass es ein Heilmittel gibt. Solange die Menschen etwas Hoffnung haben, können sie die Stadt viel leichter und effektiver kontrollieren. Aber es ist eine Lüge. Ich verstehe. Die Klinik wurde direkt nach der großen Welle gebaut.
unter Nutzung mehrerer verlassener unterirdischer Anlagen. Das war, als die Obrigkeit mit der Arbeit begonnen hatte, die Stadt wieder aufzubauen. Man sagte uns, das Gebäude würde genutzt werden, um die ersten Patienten aufzunehmen. Damals, als die Krankheit noch nicht so weit verbreitet war. Ich habe meinen Job bei einer Klinik im Stadtzentrum gekündigt, um herzukommen. Ich wollte helfen. Sie haben um absolutes Stillschweigen über unsere Arbeit gebeten, um eine Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Nicht einmal mein Vater wusste, was wir hier wirklich taten. Ja, das hat er mir erzählt, als ich mehr über diesen Ort wissen wollte. Am Anfang haben wir die Patienten sorgfältig gepflegt. Es gab Möglichkeiten, ihr Leiden zu mindern. Und sogar Forschungen zu einem möglichen Heilmittel. Alles lief glatt. Und was ist dann passiert? Die Dinge liefen aus dem Ruder. Es wurden mehr und mehr Patienten. Wir konnten nicht mithalten. Und am Ende bekamen wir nicht einmal mehr die wichtigsten Vorräte. Und dann haben die Soldaten die Kontrolle über die Klinik übernommen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das war der Zeitpunkt, an dem sie das Gebäude versiegelt haben. Niemand darf gehen. Nicht einmal wir. Wir Ärzte und Schwestern sind seit Monaten hier eingeschlossen. Isoliert. Ohne jemals Tageslicht zu sehen. Die Armee sagt, es wäre aus Sicherheitsgründen, dass sie es zu unserer eigenen Sicherheit tun. Unglaublich, oder? Alles, was wir jetzt noch tun dürfen, ist, die Patienten in Plastiksäcke zu packen, wie die, mit denen man Leichen transportiert. Und darauf zu warten, dass sie sterben, während wir unser Bestes tun, um ihre Leiden zu mindern. Dann entsorgen wir die Reste, lösen die schwarzen Säcke zur Dekontamination in Säure auf. Das ist jetzt unsere einzige Funktion. Das ist alles, was wir mit unseren jetzigen Ressourcen tun können. Aber es ist unerträglich. Es ist zu viel. Okay, also letztlich werden hier alle eingesperrt, um das Ganze nicht nach außen tragen zu können. Ja, was passiert mit den Zerflossenen? Ich meine, wir haben das ja schon gehört, dass praktisch die sich wie auflösen und zerfließen, deshalb heißen die so, dass das schmerzhaft ist, das kann ich mir schon vorstellen. Dem Tod geweiht. Ich habe die Schmerzensschreie da draußen gehört. Was passiert wirklich mit den Zerflossenen? Diese Menschen leiden und sterben auf die schrecklichste Art und Weise, die ich je gesehen habe. Die ersten Symptome sind Übelkeit und kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins, was dann immer häufiger und länger auftritt, je weiter die Krankheit fortschreitet, bis am Ende ihr gesamter Kreislauf in einen Schockzustand verfällt. Ihre Zellstruktur löst sich auf. Sie zerfällt einfach. Es gibt keine medizinische Erklärung. Es passiert einfach. Aber das ist noch nicht mal das Seltsamste an ihrer Krankheit. Was könnte noch seltsamer sein als das, was du mir gerade erzählt hast? Die Zerflossenen werden unberechenbar, aggressiv und seltsam. Sie sind unkontrollierbar. Deswegen fürchtet die Armee sie. Sie haben Angst vor ihrem Verhalten und ihren Prophezeiungen. Das ist die einzige Funktion dieses Ortes. Sie wegzusperren, sie aus dem Weg zu schaffen. Die Armee versucht, die Kontrolle zu behalten, bis der Tod dieses Problem endgültig für sie löst. Eines nach dem anderen. Und das erklärt auch, warum diejenigen bestraft werden, die die Zerflossenen beherbergen. Und den Einsatz der Reinigungsbrigaden. Okay. Also vor den Prophezeiungen haben sie Angst, dass sie wahr werden könnten. Ist denn bewiesen, dass das wahr wird? Oder sind das vielleicht nur so Hirngespinste von Kranken? Das waren die zu unberechenbar und gefährlich. Ja, genau. Eigentlich war ja eher das so, dass sie die hier einsperren praktisch, um die weitere Infektion der Bevölkerung zu verhindern. Aber offenbar scheint das nicht der Hauptgrund zu sein. Aber ich dachte, sie kontrollieren die Patienten nur, um zu verhindern, dass sich die Krankheit ausbreitet. Aber das ist eine Lüge. Eine perverse Lüge. Die Krankheit breitet sich rasend schnell aus. Die Fälle werden jeden Tag mehr. Aber sie ist nicht ansteckend. Wir Ärzte und Schwestern haben die Kranken seit Monaten behandelt und waren mit ihnen und ihren Überresten in direktem Kontakt. Und die Ansteckungsrate unter uns ist nicht höher als dort draußen. Die Armee lügt. Aber auf welche Weise verbreitet sich die Krankheit dann? Wir wissen es nicht, Michael. Niemand weiß es. Was wir wissen, ist, dass sie nicht durch direkten Kontakt mit den Opfern verbreitet wird. Es gibt einen anderen Grund für die Geheimnistuerei der Armee bezüglich der Zerflossenen. Angst. Wir fürchten alle das Unbekannte.
Wir verfallen in Panik, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das wir nicht verstehen. Und diese Krankheit ist mehr, als wir alle ertragen können. Okay. Aber was macht sie jetzt so unberechenbar und gefährlich? Ja, sie hat ja gesagt, die werden aggressiv sogar. Die dann einfach irgendwelche Leute wahllos angreifen oder so. Weil dann wären sie natürlich auch für die normale Bevölkerung draußen durchaus gefährlich. Und was macht die Zerflossenen so unberechenbar und gefährlich? Sie wissen Dinge, Michael. Du musst glauben, dass ich verrückt bin. Aber ich sage dir, sie wissen einfach. Sie reden über Ereignisse, von denen niemand wissen kann. Sie spüren Dinge. Sie bringen Informationen von den Orten mit, an die sie reisen. Und sie reden dort mit Toten, Michael. Sie reden mit Toten. Sie wissen, Michael. Das ist alles. Das sind einfach nur kranke Menschen, Uma. Nein, sie sind mehr als nur normale kranke Menschen. Du würdest nicht so reden, wenn du mit ihnen und ihren Botschaften Kontakt gehabt hättest. Mit ihren Prophezeiungen. All die Monate. Irgendwelche Prophezeiungen, das hat sie ja vorher schon gesagt. Warte mal. Hast du gerade gesagt, die Zerflossenen würden Prophezeiungen aussprechen? Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Als ich in die Klinik kam, habe ich mich mit einem Mädchen angefreundet. Das war gerade mal 13. Während der ganzen Zeit, die ich mich um sie gekümmert habe, hat sie immerzu mit mir über ihre Erfahrungen geredet. Du würdest nicht glauben, was sie mir über die unterirdischen Straßen erzählt hat, zu denen sie angeblich jede Nacht ging. Unterirdische Straßen? Ja. So nannte sie den Ort, an den sie angeblich alle gingen, wenn sie das Bewusstsein verloren. Ich hatte großes Mitleid mit dem Mädchen. Mit der Zeit hatte ich aber auch große Angst vor ihr. Ich hatte Angst vor dem kleinen, kranken Kind. Ihre Visionen, ihre Träume, ihre Botschaften waren furchterregend. Ich erinnere mich, wie sie sich eines Nachts neben das Bett einer anderen Patientin setzte. Es war eine ältere Frau, der es gut zu gehen schien. Unseren Berechnungen nach hatte die Frau noch ein paar Monate zu leben. Lass mich mit ihr alleine, es wird jetzt nicht lange dauern, sagte das Mädchen zu mir. Dann verlor die Frau das Bewusstsein und das Mädchen nahm die Hand der Frau. Und nur wenige Sekunden später begann die Frau sich aufzulösen, vor Schmerz zu kreischen und sich zu winden, bis sie nur noch eine Pfütze brauner, zäher Flüssigkeit war. Ich wusste, dass sie uns verlassen würde und wollte nicht, dass sie alleine gehen muss. Das wäre sehr traurig gewesen, oder, Oma? Sagte das Mädchen zu mir, während noch die Reste der Frau von ihrem Gesicht tropften. Sie wusste, dass es passieren würde, Michael. Sie sah es. Von da an wurde meine Angst immer unkontrollierbarer. Ich fühlte mich in ihrer Nähe absolut hilflos. Ich verstehe. Am Ende war meine Panik so stark, dass ich mich weigerte, in ihre Nähe zu gehen. Und ich fühlte mich sogar, Gott vergebe mir, insgeheim erleichtert, als sie sich schließlich auflöste. Sie wissen Dinge, Michael. Und deswegen sind sie so gefährlich für die, die jetzt an der Macht sind. Okay, ich meine, wir haben ja gelesen in dem Tagebuch, das ja offenbar von Rod ist, dass auch Connor mit seinen Eltern gesprochen hat oder so. Also praktisch mit Connors Großeltern. Und damit besteht sich ja jetzt eigentlich nur noch mal das, was sie jetzt hier gesagt hat. Also er scheint wirklich da irgendwelche Kontakte herstellen zu können. Ich frage mich jetzt, ob Michaels Visionen nicht schon der erste Hinweis darauf sind, ob er nicht schon infiziert ist. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, weil es ist doch schon recht ähnlich dem, was hier immer gesagt wird. Mal sehen, wie stark das jetzt vielleicht noch wird. Bisher ist er ja nicht bewusstlos geworden, zumindest nicht so, dass wir es irgendwie mitbekommen hätten. Ja, die Reinigungsbrigaden haben wir gesehen, die gehen sehr brutal vor. Die Reinigungsbrigaden. Ich habe gesehen, wie sie vorgehen. Sie sind Bestien. Ich verabscheue sie. Sie sind wie Raubtiere, herzlos und skrupellos. Der Rest des Stabs weigert sich, dieselben Einrichtungen wie Sie zu benutzen. Deswegen sind Ihre Schränke draußen im Flur. Dort bewahren Sie alles auf, was Sie für Ihre Jagden brauchen. Die GPS-Geräte, die Infizierungstests, Ihre Ausweise. Jede Einheit besteht aus 2 Soldaten, einem Arzt und einer Schwester. Kannst du das glauben? Ärzte und Schwestern, die mit diesen blutrünstigen Tieren zusammenarbeiten. Aber wenn man sie fragt, ist es ihr Job. Und jemand muss es schließlich tun. Ja,
Der Satz kommt mir bekannt vor. Ich fass es nicht. Polizei und Kriminelle, die genau dieselben Worte benutzen, um ihre Taten zu rechtfertigen. Tu, was du tun musst. Das scheint das Motto dieser neuen Welt zu sein. Rede mit meinem Vater, Michael. Sag ihm, dass es mir gut geht. Dass er sich keine Sorgen machen soll. Und dass wir uns bald sehen werden. Sehr bald. Okay, ich werde versuchen, ihm das auszurichten. Ein interessantes Gespräch hier mit Uma, die offenbar nervlich völlig am Ende ist. So, wir haben das Morphium. Zwischen all dem zerbrochenen Glas steht ein Fläschchen mit der Beschriftung orales Morphium. Das nehmen wir schon mal mit. Und damit haben wir den ersten Teil unserer Aufgabe, die wir hier erledigen sollen, erledigt. Das ist Schwester Uma, erschöpft und niedergeschlagen. Sie wird von der Armee in diesem Krankenhaus festgehalten. Ein weiterer Beweis dafür, dass diese Schweine in Uniform allen Respekt vor menschlichem Leben verloren haben. Tja, das ist das, was die Angst aus Menschen macht. Die Silhouette der Schwester scheint im Licht dieser Lampe zu verschwimmen. Ich fürchte, dass Uma nach so vielen Monaten, die sie hier eingesperrt war, inzwischen kaum mehr als ein Gespenst ist. So, hier haben wir noch den Schreibtisch, den können wir also auch noch untersuchen. Maruder Schreibtisch. Ein altes, wurmzerfressenes Möbelstück. Der miese Zustand fällt selbst in dieser Umkleide auf. Mal sehen. Hier sind nur Staub und alte Papiere und ein kleiner Schlüssel. Oh, ein kleiner Schlüssel. Mal sehen, wofür der ist. Allerdings ist die Zeit jetzt an der Stelle schon wieder um. Deshalb werden wir im nächsten Video weitermachen. Und leider können wir ja kein Heilmittel für Connor finden. Ja, ich fürchte, dann müssen wir so unverrichteter Dinge wieder heimkehren, sozusagen. Aber das machen wir im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.